Hallo und guten Abend. Ist leider schon ein bisschen länger her, dass ich ein paar Videos verfasst habe. Ja, das liegt daran, dass ich leider in der Prüfungsphase war, beziehungsweise, ja, wir haben schon eine Schulaufgabe nach der anderen geschrieben. Da habe ich wenig Zeit für das Game gehabt. Ich habe wenig Zeit für YouTube oder sonst was gehabt, ja. Und das Ganze ist vorbei und da dachte ich, weil ja in der Zwischenzeit sehr viel passiert ist, ein neues Event angefangen hat, dass ich mal wieder ein Video mache für die, die was vielleicht nicht ganz so zurechtkommen. Ja, was hat sich jetzt geändert? Wir haben ein neues Event bekommen, das Battle of the Chosen, Schlacht der Auserwählten wird das wohl auf Deutsch heißen. Dort gibt es verschiedene Rubriken. Das hier betrifft hauptsächlich die Allianz. Wie man sieht, die Allianz baut sechs Chosen Fortress, ein Flammencamp wird erobert. Das ist das erste, wo man selber aktiv werden musste. Das sollte man 10 oder mehr Level 25 Eindringlinge schlagen, damit man das bekommt. Das wird dann morgen zugeschickt, beziehungsweise in 4 Stunden 43 Minuten. Ja, ist morgen. Genau, und da bekommt man die Belohnung. Ist jetzt nicht die Welt, aber naja, macht jetzt auch nicht unbedingt viel aus, 10 Eindringlinge zu töten. Deswegen habe ich das einfach mal mitgenommen. Was eher interessant ist, das ist hier, das Immortal Deeds. Bitte schaut, wo ich hinklicke. Ich habe es nach wie vor auf Englisch noch. Ich weiß nicht, ob ich das auf Deutsch stelle, weil ich ja doch hauptsächlich Englisch in dem Spiel schreibe. Ja, also ich denke mal, ihr kommt trotzdem zurecht, wo man hinklicken muss. Und dann seht ihr das auch alles. Insgesamt gibt es 29 Achievements, also Errungenschaften zu absolvieren. Genau, und die sollte man im Auge behalten. Die sind wichtig, weil wir haben nicht nur jede Menge Heldensplitter. Ja, okay, was heißt jede Menge? Eine Handvoll Heldensplitter, aber immerhin kostet auch ungefähr ein 20, wenn man die kauft. Dann gibt es ja die Orange Badges, braucht kein Mensch mehr, glaube ich. Davon haben wir alle genug, aber trotzdem, naja, ein bisschen Ressourcen auch nicht schlecht, ein paar Beschleuniger auch nicht schlecht. Vielen Dank für die Goodies. Hier wird schon wieder interessanter. Dort haben wir diese Enhancement Gems, die Rare, die sind ein bisschen wertvoller als wie die blauen, die was wir bisher immer gekriegt haben oder hauptsächlich kriegen in dem Spiel. Und die Ausrüstung, die ist wichtig. Ich weiß, ganz am Anfang, die geben fast keine Machtpunkte. Dauert ewig, die hochzuleveln. Und ja, man sagt sich einfach, wozu mache ich das? Für 2000, 5000 mehr Macht? Näh, vergiss es. Ja. Tja, so leicht ist das leider nicht, weil wenn man die zu lange vernachlässigt, dann kommt man auch unter anderem bei, ich zeig's euch, Road of Heroes nicht weiter. Dadurch, dass ich jetzt die letzten Wochen ziemlich inaktiv welche Ware, keine Ware, war, schaffe ich jetzt die aktuelle Stufe nicht, obwohl der Gegner viel weniger, ja, Kampfkraft hat als ich. Da kann ich machen, was ich will. Ich schaffe die nicht. Und wieso? Ja, weil ich nämlich jetzt ein paar Wochen meine Ausrüstung nicht mehr hochgelevelt habe. Weil die ersten sind noch ziemlich easy. Bei den zweiten bin ich schon gezwungen, damit meine Helden nicht zu viel Schaden nehmen, dass ich alle drei Spezialattacken ausführe. Ja, dann kommen die mit einigermaßen guter Energieleiste an. Da kann ich jetzt auch auf Automatik drücken, das ist scheißegal. Weil, ihr werdet sehen, keine 3 Sekunden oder sagen wir mal 10 Sekunden und ich bin tot. Und vorbei. Woran liegt das? Ja, an meiner beschissenen Ausrüstung. Ja, was heißt beschissen? Ja, schau mal besser ins Inventar. Da sieht man es besser. Hier bei Equipment. Ich habe immer noch alle auf Level 2, wie man sieht. Auf Level 2, Level 1. Ja. Hier, da, die neueren Helden, die haben auch alle noch ohne Stern, die sollte ich eigentlich auch hochleveln, aber die müssen erstmal zurückstecken. Das würde ich euch auch raten, konzentriert euch erst einmal auf eure, ja, auf eure Haupttruppen,
beziehungsweise eure Haupthelden, das sind die stärksten drei, die was ihr automatisch losschickt, dass wenn alle Truppen zu Hause sind, die stärksten drei, die bekommen die besten Ausrüstungen. Ich habe jetzt aber hier nach Power sortiert, wie ihr seht. Einmal ist das... echt? Ah ja, genau. Anubis ist jetzt der stärkste geworden, okay. Anubis mit 5 Millionen. Dann die Valkyrie mit knapp 5 Millionen. Und dann kommt Herakles, der was ja eigentlich der stärkste sein sollte, gell? Also Infanterie sollte immer der stärkste Held sein. Also zumindest sind die, die Helden, die was am schnellsten an Macht aufnehmen. Aber wie ihr seht, das ist nur mein drittstärkster im Stall. Uah! Ja, habe ich noch viel, viel nachzuarbeiten. Oh mein Gott, ja. Das war jetzt die eine Sache. Die andere Sache, das haben wir unserem lieben Freund Zeuro, der was sehr, sehr still auch ist im Chat, aber sehr aktiv im Spiel. Wo ich noch R4 war, habe ich auch gesehen, dass er zumindest in der Führung auch immer viel zu sagen hatte. Und ja, von ihm haben wir den Tipp gekriegt für dieses Achievement hier. Scout the enemy 100 times, also 100 Mal auskundschaften. Ja, liebe Leute, das kann ziemlich zäh sein. Das kann ziemlich zäh sein. 100 Mal ausspionieren, das schafft man teilweise in keinem Battle. Und von daher auch mein Tipp hier, einfach irgendeinen Höllenwächter nehmen, geht auf Scout, zack, zack, Scout, zack. Immer wieder hier drücken, 100 Mal. Es dauert keine 5 Minuten, keine 2 Minuten, 5 Minuten ist sogar auch schon übertrieben. Und ihr habt die 100 zusammen. Also ich habe das heute gemacht, nebenbei. Es war wirklich, innerhalb kürzester Zeit war das erledigt. Da finde ich jetzt dieses Weihnachtsevent hier, da das mit dem Decor Competition, da wo man da drauf bleibt und dann das Ganze hier immer wieder angucken muss. Das ist so ätzend. Ja, das ist auf jeden Fall viel ätzend. Den Rest sparen wir uns. Interessiert ja auch nicht wirklich. Ah, okay. Moment, doch, das nehme ich mit, bevor ich wieder geplündert werde. 10.500, damit kann ich wieder eins hochleveln. Hurray. Duck, machen wir hier. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Und wieder zurück. Ja, und was ist noch wichtig bei den Events? Bei den Events ist es wichtig, dass ihr den Obelisken im Auge behält. Der ist zum Beispiel hier. Hier ist einer. In 10 Stunden, 36 Minuten macht er wieder auf für eine Stunde. Oder hier. Ja, für die Allianz, was bringt der? Der bringt Allianzpunkte, wenn der erobert wird. Und zum anderen kommen hier lauter neue Ressourcenfelder. Also diese blauen Diamanten, Edelstein, Felder, wie auch immer ihr das nennen wollt. Genau. Und die müsst ihr unbedingt gathern, wie sagt man jetzt wieder auf Deutsch, du müsst ihr unbedingt die Ressourcen sammeln dort. Unbedingt, weil durch die bekommt ihr nämlich für die Gesamtliste Punkte und steigt so im Rang auf. Und wie ihr seht, je höher ihr im Rang steigt, ja okay, Platz 1 bis 20, glaube ich, ist für die meisten nicht so ganz erreichbar. Aber hier, das ist auf jeden Fall der Target. Wenn ihr kein Geld einsetzt, von 21 bis 50 zu kommen, da bekommt ihr 150 Sanduhren, 3000 Diamanten, ja, hier noch ein paar schöne Kostümgutscheine. Ja, ist nice. Und man muss nur aktiv sein, dann kann man das auch schaffen. Punkte, die stehen hier, wie man die bekommt, durch Invader töten, wenn man sammelt, wenn man Höllenwächter erledigt und wenn man halt eben diese Flame Minerals, genau so heißen die, wenn man die halt eben sammelt. Unbedingt sammeln, weil die geben gut Punkte, wie ihr seht. Da 300 Punkte für einen Level 7 Höllenwächter, aber 3000 Punkte die Stunde für das Sammeln von diesen Flammenmineralien. Also unbedingt jedes Mal schauen, dass sie dorthin kommt. Unbedingt.
ja, Wecker stellen oder was auch immer, wenn sie es ab und zu verpasst. Ja, mei, jeder hat ein Leben, so ist es nun mal. Aber trotzdem behaltet das im Auge und kommt online, wenn möglich. Nehmt das mit. Sollten irgendwelche Gegner da sein, die was angreifen, mei, nehmt das auch mit, weil da bekommt sie auch wieder Punkte. Und zwar für. Wo ist das jetzt? Jetzt muss ich gerade selber mal kurz suchen. Genau, diese Merits. Diese Merits. Das ist auch wieder. Hier seht ihr, wie ihr diese Merits bekommt, indem man tötet oder ernsthaft verletzt. Genau, bekommt man halt eben dementsprechend die Merits von Level 1 bis Level 11. Ja, Level 1, Level 11 ist so ein bisschen Zukunftsmusik, aber werden wir auch alle erreichen, keine Sorge. Wahrscheinlich sogar früher als später. Oder aber auch, wenn man Truppen verliert. Dafür bekommt man auch Merits. Also habt keine Angst vor Kampf, gerade bei diesen Flammenmineralien. Wenn euer Krankenhaus leer ist, was ich ja wohl schwer hoffen will, dann ja, habt ihr keine toten Truppen, sondern die wandern alle ins Krankenhaus. Mei, kostet halt ein bisschen Ressourcen, kostet halt vielleicht ein bisschen Heilungsbeschleuniger. Aber das ist das Event wert. Sammelt auf jeden Fall überall Punkte, wo es nur möglich ist. Überall. Genau, Today's Quest dürft ihr auch nicht außer Augen lassen. Da müsst ihr schauen. Stage 1 war. Da wollte ich jetzt nicht. Bitte weg da. Danke. Ja, man kann ja gar nicht zurückgucken. Stage 1 war, glaube ich, Ressourcen sammeln. Genau, das habe ich erledigt. Und dann jetzt Stage 2, Grueling Grind. Da geht es nicht per se darum, die Truppen zu beschleunigen, aber halt eben Truppen auszubilden. Ich habe nebenbei noch ein bisschen meine Kavallerie-Baracken hochgelevelt. Und zwar Stufe 3 von Glorious 2. Also ich muss jetzt noch zwei Stufen machen, weil ich ja insgesamt nochmal 80 Sanduhren bekommen habe. Und auch das dementsprechende Event gerade aktiv ist, das Building Master. Und da habe ich mir gedacht, ja, weil ich schon so viele, ja, so weit hinten dran hinke, möchte ich nicht noch mehr warten, bis ich meine Items einsetze. Also habe ich das halt eben schon mal gemacht. Ja, Asche auf mein Haupt, das macht man nicht. Ich hätte eigentlich bis zu den nächsten Heiligen Berg warten sollen, weil, ja, gibt's bessere Belohnungen. Aber wie gesagt, in Summe dann lohnt sich das auch wieder. Jo, genau. Was gibt es sonst noch über dieses Event zu sagen? Es ist so viel, es ist so viel. Ah ja, genau. Ich habe mir jetzt angewöhnt, bei diesem Event hauptsächlich meinen Talentbaum auf Ökonomie zu stellen. Auf Ökonomie und alles, was mit Food Collection, also alles, was mit Ressourcen zu sammeln zu tun hat, hat für mich Priorität dort. Und genau, weil das ist nämlich die Hauptaufgabe, die was ihr über die ganze Woche haben werdet, solange wie das Event läuft. Ressourcen sammeln und nochmal Ressourcen sammeln, weil das ist die einfachste Art, um Punkte zu sammeln für mehrere Kategorien. Deswegen unbedingt die Talente umstellen. Ich kaufe mir auch jeden Tag hier diesen 24 Stunden Gather Speed. Das gibt nochmal 100% an Boost. Wie das genau zusammengestellt wird, habe ich ja schon erklärt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, noch überhaupt keine Beschleuniger habt und ihr aktiviert den 100% Boost, dann heißt es das nicht, dass die Felder sofort ratzfatz leer sind, weil ihr 100% schneller seid. Nein, ihr seid dann doppelt so schnell. Und wenn ihr dann nochmal über die verschiedenen Buffs nochmal 100% sammelt, dann seid ihr dreimal so schnell, viermal so schnell und so weiter. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Das summiert sich alles dann insgesamt und ja. Wenn man überall schön dahinter ist, dann hat man irgendwann einmal wirklich traumhafte Sammelgeschwindigkeiten. Also ein Level 9 Feld habe ich so innerhalb von 3-4 Stunden ungefähr leer. Level 9, also, und das ist ordentlich. Genau, VIP 8 habe ich erreicht. Das heißt, ich habe jetzt nochmal einen zusätzlichen Marsch. Hooray! Absolut genial auch zu sammeln. Also kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr mal ein bisschen Diamanten übrig habt, kauft euch ruhig auch einmal hier diese VIP-Punkte da. Seid nicht geizig, kauft keinen Schmarrn.
kauft euch VIP-Punkte, weil ja, die Benefits sind einfach super. Jetzt sammle ich erst so mal wieder auch ein paar VIP-Punkte. Ja, wenn man das Ganze mal umrechnet, man muss das Ganze verdoppeln. Ich brauche noch 350.000 Punkte, das heißt 700.000 Diamanten würde es mich kosten. Ha, was habe ich insgesamt? 20.000 auf der Bank plus 11.000 dort und knapp 40.000 hier noch. Ja, ungefähr 36.000. Also da bin ich noch ganz, ganz weit entfernt. Und ja, es kommt immer wieder Events da, wo man Diamanten braucht, wie zum Beispiel jetzt hier das Hattori Hanzo, Shinobino da. Hier, die kosten auch 15.000 Diamanten. Also das Spiel ist, gibt zwar sehr, hoppala, Entschuldigung, gibt zwar sehr viele Diamanten, aber die achten schon darauf, dass du deine Gelegenheit hast, die auch auszugeben. Jo, so viel zu dem Event Battle of the Chosen. Wie erwähnt, bitte schaut, dass ihr so viel wie möglich dort erledigt. Lasst auch andere Events dafür sausen, weil unterm Strich wird es sich lohnen. Unterm Strich wird es sich lohnen. Es gibt hunderte, aber hunderte von Sanduhren. Es gibt jede Menge Beschleuniger, Heldensplitter und so weiter. Das, was euch super beim Wachstum hilft, auch ohne Geldeinsatz. Also dann, schönen Abend wünsche ich euch noch.